Ja, das fängt ja schon mal gut an. Moin Mittag und guten Abend da draußen. Herzlich willkommen hier zurück zu PUBG auf der Xbox Series X. Und ja, keine Ahnung warum und wieso. Letzte Folge haben wir euch ja gesagt gehabt, das soll jetzt eigentlich erstmal keine Dauerlösung. Dauerlösung? Sagt man Dauerlösung, Vogelmann? Klingt ja auch scheiße. Kein Dauer, ich Dauerzustand. glaube, ja, genau, Dauerzustand. Dauerzustand. Kein Dauerzustand. Das war es gewesen, dass wir hier dienstags PUBG machen. Jetzt hat aber wieder diese Twitch-App rumgesponnen und jetzt braucht man wieder was zum Testen und dann hat man halt PUBG genommen. Ja, wenn wir einmal drinne sind und einmal das Stream läuft, dann läuft er halt, ne? Also würde ich sagen, Vogelmann haut rein, ist schon oft bereit. Na ja, dann. Start mal einfach mal. Ich überwache so ein bisschen den Stream und der Vogelmann erzählt ein bisschen was von seiner Jugend. Früher war ich ein böser Bube. Punkt. Ein böser Bub? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die Bube sagen, wirklich böse waren. Vielleicht machen das ja Leute nur, damit sie lieb klingen, aber im Endeffekt dann die Wahrheit gesagt haben. Weißt du, wenn man die Wahrheit Echt, meinst du? sagt, die Leute aber eigentlich glauben, das gibt's ja auch, ne? Aber wenn man lügt, dann glauben sie das. Solche Leute gibt's ja. Ja. Wenn man lügt, dann glauben sie das. Das stimmt. Ach Mensch. So. Da sind wir wieder in der trostlosen, tristlosen Stadt. Ich Aber war. euch hat es anscheinend da draußen gefallen. Das ist schon mal gut zu hören. Ach, gab's die Folge Aber schon? irgendwas. Ach ja, alles gut. Aber ich kann aus irgendeinem Grund nicht zugucken. Also ich weiß nicht, ob der Stream wirklich läuft oder nicht läuft. Denn ich habe immer, sobald ich Twitch heute öffne mit dem Browser, Ich auf überprüfe dem mal. Standbildschirm. Überprüf du mal. Geh mal mit deinem Handy. Mach dich mal nützlich. Du bist bei mir am Laufen. Ja? Stößt auch Was ab. sagt qualitätmäßig, auch wenn es Online-Game mal wieder typisch ist? Sieht gut aus. Also okay, für online. Für Online. Ja. Für Online Ich ist okay. wollte So, ich weiß nicht, ob der Live-Chat funktioniert, liebe Freunde da draußen. Ich schreibe Das einfach mal heißt rein. also, wenn ihr. Ja, schreibt mal rein, vielleicht kann ich das wenigstens nachvollziehen. Ja, das geht zumindest. Hi. Super. Gut. Immerhin etwas. Gut, Vogelmann. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach laufen. So, dann mach ich mal den Stream hier aus. So. Ja, ich habe, also, wir haben jetzt mal, uns ist aufgefallen, wenn wir über Twitch das Ganze machen, dieses Multiplayer aufnehmen, haben wir euch ja schon mal gesagt, das Kriseln, das kriegt man nicht ganz raus. Das liegt aber nur bei Online-Games. Und das ist ja nun, wenn ich mit Vogelmann aufnehme, mache ich ja nur über Twitch. Ansonsten mache ich das ja über meinen Laptop, was ja nicht im Multiplayer derzeit geht. Und uns ist da halt aufgefallen, ey, okay, das kriselt halt immer bei Online-Games. Runter und links oder rechts? Links. Gut. Wie weit links? Ja, so weit wie es geht. Oh, das sagst du mir jetzt, ne? Ich Naja. mach schon wieder einen halben Sturzflug. So weit komme ich nicht. So. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt Kriselei bin ich und voll raus. Online-Gaming. Ah ja, genau, richtig. So, und dann ist mir aber aufgefallen, dass wenn man die Qualität vielleicht für alle Leute da draußen, die auch vielleicht mit ihrer Konsole mal streamen wollen oder so, auch wenn man kann ja die Qualität testen lassen auf automatisch, dann sagt er euch, boah, ey, du kannst auf 6500 gehen, weil du bist geil und hot. Das stimmt aber eigentlich fast nur so bedingt, weil ich habe das Gefühl, der wird dann halt voll ausgereizt und dadurch kommt es halt immer wieder zu kleinen Einbrüchen. Deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach mal auf 6400 gestellt. Und ich bin der Meinung, es ist konstanter. Also, es ist konstanteres Kriseln. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen, ne? Ja, ich habe den Tipp ja auch beherzigt in ein paar meiner Aufnahmen, aber ich muss sagen, ich sehe keinen Unterschied bei mir in den Aufnahmen. Also, Du siehst keinen Unterschied. vielleicht ist das minimalistisch oder sowas, aber ich bemerke da nichts. Wir werden das einfach weiter beobachten. Wir Richtig. werden das beobachten. So. Anders bleibt uns auch gar nicht übrig. Nee, eben. Ich fühle mich irgendwie nicht geil mit den Waffen, die ich habe. Also sie sind okay, aber es ist jetzt natürlich. Aber wir sind in der Nähe vom Kreis, ne? Ja, mal was Das Gutes. ist, das ist gut, ja. Wobei ich sagen muss, ne, ich kann mich ja, was die letzten PUBG-Folgen passiert ist, jetzt eigentlich aus meiner Lage jetzt nicht so beschweren, ne? Nö. Was ist das, Störsender? Ich nehme mal schon mal die Munition mit. Aber ich beschwere mich gerade wegen einem nicht vorhandenen Rucksack. Oh, und jetzt liegt hier einer. Okay, alles gut.
Na siehste. Ich nehme wieder Munition aller Art mit, falls du dann. Das ist doch meine Lieblingswaffe, glaube ich, oder? Warte mal, welche habe ich denn jetzt in der Hand? M416 ist es Ich. die. Ich will die Tommy Gun wechseln. Warte mal. M4 was? Ja, M416. M416. Ja, ist er. Die Playmobil-Waffe. So. Da wird geballert. Ich brauche aber erstmal noch ein bisschen Zeit, um mich zu organisieren. Also hier drüben in der Halle kannst du ruhig mal kommen. Hier liegen recht viele Waffen rum. Ja, habe ich mitgekriegt. Helm auch, Stufe 2, falls du noch nicht hast. Habe ich. Schmerztabletten. So, ich muss mal ganz kurz mich hier sortieren, ey. Ist mir schon wieder alles zu hektisch, ne? Dieses Geballer da draußen macht mich halt wahnsinnig. So, warte mal. 5-5. Ach, das ist natürlich Quatsch, wenn ich zweimal 5-5er habe, ne? Ja. Ich glaube, ich schmeiß die eine Waffe einfach raus. Ich spiele sowieso nur die eine. Ich glaube, ich habe noch nie zwei Waffen gleichzeitig so richtig gespielt. Ja, weil du immer durcheinander kommst. Das ist so nicht richtig. So, wie wechsle ich jetzt meine Waffe? So. Da fängt schon an. Du bist ruhig. Du hältst den Rand, mein Freund. Holographisches Visier, besser als gar keins, ne? Oh. Da ist die Munition. Was heißt ein Ohr? Habe gerade Assassin's Creed hier gemacht. Ach, da oben bist du. Ah. Achso, das Blaue kommt, ne? Wir sollten mal Richtung Kreis, oder? Ich will nur ein bisschen beobachten. Echt? Ja, ich komme. Was gibt's denn da zu beobachten? Was gibt's denn da zu beobachten? Ein Schnitzel? Gibt's da Schnitzel? Zerschnitzelt das. Schmeckt immer gut. Lass mal da oben hin beim Richtung Backerchen. Ah, ich komme hier nicht hoch. Mach nicht solche Geräusche, ich dachte, du wirst angeschossen. Ah, Oh mein Gott! So, liebe Freunde, habt ihr mitbekommen? Beim Pokémon, bei seinen Videos auf seinem Kanal und auch hier natürlich. Seine Stimme klingt ganz anders. Ganz bezaubernd. Clara, nicht so dumpf, Clara. nicht so dunkel. Wie ein Engel rede ich jetzt. Falls du auch die Waffe gerne spielst, ne? Die liegt hier nochmal. Habe ich schon. Achso. Polizeistufe 2 Weste hätte ich dann nicht mehr für dich, weil die habe ich eingesammelt. Aber hier liegt ja auch eine rum. Genau, ich habe sie getauscht gegen meine verschwitzte. Das kenne ich. Man muss ja auch nicht immer alles so lange tragen. Rucksackstufe 2. Nur noch 18 am Leben, ne? Wer die Map Oh, hat? das klingt hier. Ja, hier kann man sogar aus dem Fenster gucken. Sehr schön. Hast du ein besseres Visier? Ich habe nur ein Holo. Warte mal. Ich hab mal Irgendwie so ein drei. Zweier. Oh, drei Jahre nehme ich auch. Das war Ach schon ganz schön so. zu, Nee, nee, aber. Visier habe ich nicht dabei. Wenn ich eine Waffe schon Ach aufgeklappt so. habe, dann sammle ich nichts mehr auf. Ich bin kein Messi wie du. Das ist aber schlecht. Ich nehme immer mit. Ich teile immer gerne. Und Munition sammle ich. Mühevoll. Per Hand aufgelesen. wir müssen weiter, ne? Warte mal, was war denn das? So, ich. Ach, du hast Gas geworfen, warum? Zur Ablenkung. Zur Ablenkung? Er springt auf aus dem Fenster. Hast viel mehr Aufmerksamkeit gemacht als sonst. Wusste doch keiner, dass wir hier drinnen sind. Wen willst du ablenken? den Helikopter so. Mal drei Visier. Perfekt. Hat da so eine Team-Visier jetzt am Start. Oh, das muss neben uns sein, ne? Ich sehe nichts. Ich auch nicht.
Guck mal, Ich gucke gerade immer links und rechts, weil hier ist eine Straße. Immer beide Seiten. ob Aber hinter auch uns mal was halt. kommt. Nö, hinter uns ist nichts. Alles safe. Also ich schleich mal hier rein. Ist da oben was auf dem Berg? Da oben auf dem Berg ist einer. Auf 140. Da oben krabbelt einer rum. So schön aufpassen, ne? Ich versuche mal da hochzukommen. So leichtes Hochglitschi. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Pass auf, dass dein Kopf nicht zu sehr rausguckt. Ich sehe gerade nichts, ne? Dieser dunkle Matsch in Matsch. Ich sehe auch nichts. Ich gucke gerade hinten in die andere Lagerhalle. Bei 60, aber da sehe ich nichts drin. Es wird vermutlich die nächsten Hallen jetzt hier sein. Da sind da auf jeden Fall die letzten. Ah, ich sehe was. Auf Wo? 40. Welchen? Ach, Auf 40? oder war das die Welle? Meinst du dort in der Lagerhalle drin oder was? Nee, auf dem gegenüber vom anderen Schrott hier Haufen Dreck. Okay. Ach so. Wir müssen gleich weiter krabbeln. Hast du gerade was geworfen? Warum? Ja. Warum? Vorne wird geballert. Ja, wo wollen wir rein? Ich habe keine Ahnung, ich folge dir erstmal. Ich safe hinten alles. Okay, komm. Lass in den Container hier rein. Ich will nicht hier in das Gebäude gleich rein. Ja, ich bleib noch im Erstmal Container, abchecken. falls jemand rumkommt. Ja, ich check auch gerade hinter uns. Falls hier einer rauskommt. Ich höre aber auch nichts an der Umgebung. Ja, ich auch nicht. Das ist voll krass. Es ist Totenstille, so richtig Totenstille. Bin auch ein bisschen angespannt. Jimbest, hallo Sonnichi. Hab zwar keine Zeit, aber für ein Hallo reicht's. Ach, der Jim West. Hey, Jim West. Okay. Kennt ihr Mach es? leise, wenn du hier reinkommst. Schleichen. Die werden Zieh nämlich auf. jetzt alle. Ja, ich meine, hier können wir dann weiter, wenn wir die Tür aufmachen. Aber guck mal, die scheinen jetzt alle auf Schleichen zu machen, weil es ist seitdem keiner mehr gestorben. 10 Leute noch am Leben, 10 Feinde, ey. Und vermutlich alles ein Zweierteam. Was war das für ein Geräusch? Helikopter? Nee, glaube ich nicht. Okay, ich mach mal hier die Tür auf, ne? Mach mal. Ich behalte unter uns die Tür im Ja. Auge. Extra Raum mit noch einer Tür, ganz durch. Wir könnten hier vorne ins nächste Gebäude rein. Warte, ich hau mir mal was Immer noch rein. Schmerz. Schmerzmittel, damit ich mich gleich nicht heilen muss. Zack. Okay, ich laufe. War das gut oder nicht Okay, gut? vorsichtig, ja, vorsichtig hier rein.
Aber Schleiche hier drinne, Schleiche. Die sind hinter dem Gebäude hier. Ich würde sagen, wir gehen mal hier drinne weiter lang. Ich behalte mal unseren Eingang im Auge. Geh mal da in die Tür rein, die du da neben dir hast. Mich würde mal interessieren, wo wir da hinkommen. Einen leeren Und? Raum. Mit Fenster oder ohne? Ohne. Ah, scheiße. Wir müssen gleich weiter. Ich würde sagen, wir kommen von der Richtung. Komm mal mit. Ich gehe hier raus, warte. Da hinten ist der Heli. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, Ja, wir das scheint müssen auf rein. jemanden, oben auf dem Dach. Warte mal, ich schleiche gar nicht mehr, sehe ich gerade. Upsi. Ich gucke so dann hinter uns nochmal. Bisschen Alles abchecken. gut, ich gehe in das kleine Haus rein. Komme. Kommst du mit rein? Komm mit rein. Lass. Wir versuchen erstmal die Feinde schön auszuspielen, damit wir dann zum Schluss zuschlagen können. Hinterher. Krabbel weg, krabbel weg, krabbel weg. Krabbel hier drüben in den anderen Raum rein. Krabbel in den anderen Raum. Ich hol dich dann. Da ist eine Granate geflogen. Wenn der noch eine Granate hat, bin ich am Arsch. Gucke. Sag, wenn er kommt. Noch eine Granate? Scheiße. Ja. Ah, fuck. Hat uns locker ausgeräuchert. Scheiße. Aber ich war auch gerade dumm gewesen, weißt du warum? Ich hätte auch die Tür zumachen können, ne? Und dann bei So mir in gesehen. Den Raum laufen Und können und dann mich wieder dann überleben bei können. dir in den Raum laufen können, dich heilen können. Ja, so gesehen war das jetzt eigentlich ziemlich dumm. Muss man mal schon dazu sagen. Eigentlich schon, ja. Der hat ganz gewartet, dachte ich, ach, die Tür ist ja offen. Schmeiß ich mal Granaten rein. Ne? Och, na ja, schön. Hab ja genug. Ja, anscheinend hat er auch genug. Okay, ich sag mal so, das Schleichen an sich war aber trotzdem ganz gut gewesen. Ja, wir sind gut durchgekommen, also. Ja. Jo. So, ich bin bereit. Das muss meine Kurzsonde sein. Ich glaube, ich muss zur Toilette, ey. Was? Dann drück erstmal auf bereit. Denk dran, das connectet ja sowieso erst ein bisschen. Ja, ich muss kacken. Jetzt ernsthaft? Ja, nicht jetzt. Kriegt das schon hin. Ach so. Es sei denn, es wird sehr aufregend. Dann weiß ich nicht. Gott, Vogelmann, jetzt hör doch auf. Kannst du nicht einfach bei PUBG kacken gehen? Was ist los mit dir? Wegen den ganzen Brauntönen im Spiel. Das inspiriert mich. Oh Mann. Warum? Warum? Warum spiele ich überhaupt mit Pokémon? Weil Vogelmann zu viel Kaffee getrunken hat heute. Ja, ich habe auch gerade, aber mein Kaffee ist schon wieder kalt. Ja. Hey, ist Pennywise. Pennywise! Bam! Den Pennywise! sehe ich tatsächlich gerade auf meinem 88. Startbildschirm. Echer? Ja, vorhin. Die ganzen Uiuiui, Leute du laden ja kleiner alle nicht. Was ist mit denen? Psycho bist du, hm? Warum ladet ihr alle Bist du nicht? ein kleiner Psycho? Okay. Ich wollte So. sagen, sind wir bei Freitag der 13. Ja. Sind wir das? Oben werfen, unten werfen. Oben werfen, unten werfen. Bowling, wäre schön, wenn es hier irgendwie solche Pins gäbe. Auf, mit Äpfeln zielt man nicht. Du. Zack. Oh, Pennywise wird aktiv. Stefan, der tötet uns dann später, spielen die mal wieder. Och, das brauchen wir da so ewig, um zu connecten, ne? Mann, 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 Mann.
Mach doch einfach eine Lobby auf. Dieser Timer, wenn ich immer mitten in dieser Mitte wäre, dann könnte man wesentlich sagen, okay, man macht hier wesentlich schon mal ein Thumbnail-Bild oder so, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, aber da muss ja jedes Mal dieses Match startet stehen. Aber egal, man kann sich die Zeit ja vertreiben, denn ich bin nur ein großer Träumer, doch mit Träumen fängt es an. Ich habe viel zu lang gebraucht, um zu erkennen, was ich kann. Meine Gedanken fliegen höher, breiten ihre Flügel aus. Ich bin bereit, es ist soweit, ich habe mein Ziel erreicht. Was war das? Digimon. Das war Digimon? Ja. Denn ich bin nur Hä? ein großer Träumer, bla 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 bla. Nee, das sagt mir ja nicht mehr. Irgendwann, irgendwann werden meine Träume wahr. Das kennst du So. nicht? Oh. Hier waren wir noch nicht. Aussteigen und. Wo? Rechts unten, da wo die Straße aufhört. Okay. Warte, Brücke. Nee, die Linkstraße hier. Ja, sag doch. Nicht die Brücke, nicht wo die Brücke brückig wird. Ich will auf der Brücke landen. Nicht wo die Brücke brückig wird. Das Ja, brückige Landschaft hier. ich wollte hier wieder schön in diese Lagerhalle rein. Oh, komm ich in ein Fenster rein? Oh, 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 Ich bin Batz. auf dem Dach. Oh, wir sind Auf aber dem Dach zwei hinten liegen. verschiedene so Landebahnen ange. Was haben wir? Haben wir beide das falsche Ziel vor Augen gehabt. Echt, bist du so weit weg? Jo, ja, geht. Mein Gott. Katzensprung. M16 A4. Ah, zumindest ein Rucksack, auch wenn es bei Stufe 1 ist. Warte mal, habe ich nicht die Waffe schon? Ja, ne? Ne, ich habe die AKM. Noch nicht. Rucksack Stufe 2. Helm Stufe 1. Besser als gar kein. Splittergranaten. Nehme ich oben mit. Hier sind Sniper. Ich habe auch gerade einen Sniper gesnackt. Echt, ja? Naja. Ich bin am Überlegen, ob ich sie mitnehme. Wollen wir mal ins Gebäude reingehen? Ein bisschen rumsnipern? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Können wir auch machen. Habe ich genug Munition für den Tausche ich die mit Sniper? der und dann habe ich ja immer noch die AKM zur Not. Ja, ein schönes Zielvisier habe ich auch drauf. So. Okay. Gut. Ich Dann komme. lass mal treffen auf irgendein Gebäude im Kreis hingehen. Notfall, Fallschirm habe ich auch, also kann ich auch vom Gebäude runterspringen. Kann ich mich mit dran festhalten? Können wir gerne ausprobieren. So, geradeaus zu würde ich hier sagen, ne? Und in Jo. den Kreis rein. Ja, dann. Ich gehe außen rum. Ist ein bisschen blöd durch die Halle zu latschen. Wir mir ganze Geräusche ein. Kreis bin ich schon mal. Auch. So, wo willst du denn hin? ich bin gleich da. So, wir sind hier. Hier irgendwo willst du komplett in die Mitte? Na, ja, irgendwie so ein Gebäude, ne? Also hier findet man ja ab und zu Gebäude. Und da kann man ja runtersnipern. Wir müssen halt noch eine Welle abwarten jetzt gleich.
damit wir ungefähr eine grobe Orientierung haben, in welche Richtung der Spaß gehen soll. Ja, die Häuser fangen erst da hinten an, ne? Ich glaube hinter der Lagerhalle. Wir sind ja im Industriegebiet. Warte mal. Das sind immer noch drinne. Ja. Ich würde ehrlich gesagt hier verharren wollen, ne? Was willst du? Hier verharren. Warum? Aber wenn der Kreis. Lass mal hier hoch, komm. Okay. Kann man nicht irgendwie das ein bisschen erschieben? Warte mal. Warte. Ich hab was vor. Es könnte klappen. Was denn? Ja. Wie bist du denn jetzt rübergekommen? Aufs Gelände gesprungen. Also irgendwie so schräg rausspringen musste. Nicht, dass er rüberklettert. Ja, genau. So, und dann rennen Ja. und einfach rüber, oder was? Ja. Diese Verzögerung beim Springen, immer wieder grandios zu sehen. Weil theoretisch haben wir hier hinten ja alles Ja? abgeklappert und man hat hier seine, ja, seine Schutz. Na gut, du läufst eher offensichtlich rum. Naja, ich gehe ja schon jetzt im Bubble. Und jetzt, wo ich einen Sniper habe, kann man ja ein bisschen gucken, Welche Sniper hast du denn? ne? Ich habe die M24. Ah, ich habe hier diese Win. Achso, dann hast du jetzt wahrscheinlich meine Winde aufgenommen, die hatte ich nämlich davor. Nee, nee, das war in Achso, den okay. Raum, wo du nicht warst. Der So erinnert Helikopter mich kommt auch zu uns noch. in die Nähe. Geradeaus, links. Scheiße, dann lass dich jetzt aber nicht blicken, ne? Ich bin hier versteckt hinter, alles gut. Ich weiß nicht, ob mein Versteck reicht. Das weiß ich auch nicht. Der kommt so gezielt auf mich zu. Ja. Ich leg mich hin. Sehe ich irgendwas, was da läuft? Ich gucke auch gerade fleißig. Guck mal, wie die Welle aussieht. Ob der Kreis dann auch so ein bisschen. Noch Ja, ist es es ist dran, alles aber wir sehr. müssen jetzt die Welle warten. Ja, es ist verschachtelt hier. Noch sehe ich nichts Aufregendes. Nö. Das Problem ist, ich bin aber auch nicht gut ausgerüstet, ne, für den Kampf. Also was Schutzkleidung und so angeht. Ich habe auch nur eine Zweierweste und zweier Helm, ne? Ich habe nur eine Weste. Reicht doch, Mensch. Eine Weste ist besser als gar keine Weste. So. Oh, kann die Welle jetzt mal hinmachen? Ist ja furchtbar. Krieg hier noch einen Sonnenbrand hier oben. Ja, macht euch zu. Okay. Wir müssen irgendwo da Geradezu hinten einfach mal hin. weiter, oder? Ja. Scheiße, ey. Ich mach den Testlauf. Da ist jemand hier in der Halle. Da ist keiner drin. Ich glaube, wir sind hier ganz allein. Los. Lauf! Hier hinten wird geballert. Oben das Gebäude rein, oder? Kommen wir oben auf die Silos drauf? Wenn ich diesen Cheat hier wieder mache? Ja, bin oben. Ich wollte auf die Silos. Ach so. Aber da kommt man nicht hoch, ne? Nee. Siehst du was da oben? Ne, ich gucke gerade hinter uns nochmal. Oh, Eismann ist spontan eingetreten. Jetzt in der letzten Runde. Oder im Party-Chat meinst du jetzt? Ja, Partychat. Ach, okay. Jo. Ja,
Ja, wir sind gerade in der Aufnahme. Bis denn. Alles gut. Macht dir Hat gute Eismann Reise. auch Kinder? Ja, ne? Ja, Eismann hat auch Kinder. Ah ja. Der heißt jetzt Eismann. Boah, rum. Nicht mal Iceman. Wieso das? Hat er sich umbenannt. Okay. Eismann. Er wollte Deutsch klingen. Von geradezu. Oben auf dem Ah. Dach 170. 170. Boah, aber ganz schön weit weg. Ich sehe bloß ein bisschen von dem Dach und das Okay. ist aber relativ nah, was ich da höre. Ah, ich krieg ja schon wie so ein Bilder rum. Theoretisch kann ich hier ins Dach reinfallen lassen. Richtig geil. Wir warten mal, die Welle ist gleich da. Wieder 12 am Leben. Das verfolgt uns weiter. Ja, der will, dass wir ins Gebäude gehen, ey. Warte mal, wir haben da, was Scheiße. haben wir da geradeaus denn? Ach, scheiße, Alter. Weiter gerade. Achtung, da kommt der Hubschrauber, ne? Ja, er scheint auch da Oh, da genau zeigt er hin. jemanden. Ja. Da Ich sind gehe mal ein Leute. bisschen. Guck mir das mal an. Siehst du? Weil andere Spieler wissen das jetzt auch, ne? Ja, ich will nur vorsichtig schon mal Lugi-Lugi machen. Wir müssen da vorne eh in den Kreis rein. Ich glaube. Was denn? Ach so, das bist du. Ich dachte, du bist noch auf dem Gebäude, Mensch. Scheiß drauf, ich lauf da jetzt rein. Wo rein? Wo Da ist ein rein? Gebäude hier rein. Links ist einer. Wo links? Wo? Da, hier, bei mir. Ach du Scheiße, den da. Oh. Das sind zwei. Naja. Komm rum, wer ist eine Granate hin? Oh. Ey, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wirft den Helikopter Lache nicht. Ja, hast gut Verbrenn getroffen. dich. Ich hab dich ordentlich kremiert. Ja, du sollst aber nicht sein, oder? Oh, die letzte Gibt's ja nicht. Salve war gar nicht so schlecht. Oh, jetzt musst du laufen, wie ein blöder Sack. Ja. Pass auf, die Zone tötet dich sonst. Ich weiß. Aber die töten mich auch, wenn ich Leg da dich keine. da immer Matschepampe rein. Mache ich gleich. Hinter, hier, Container, rechts. Da rein. Geh rein! Duck dich! Heil dich! Ach, scheiße, ich kann da hin. Oh, So. da fährt das Auto lang. Oh, du kannst bis zum Schluss da drin liegen bleiben. Danach musst du mit Echt? der Zone dann nur gehen, ja. Ich habe nur ein Medi dabei gehabt? Oh. Oh, Alter, bin ich echt schlecht ausgerüstet, Pokémon. Ja. Ich war nicht besser ausgerüstet. Ja, und Magazin. dieser Sniper, ich kann echt nicht schießen, ne, mit dieser Win. Und bleib ich jetzt hier drin, oder was? Das war's? Ich hab dich Du ordentlich be bestattet den Vogelmann? Ja. So kann die Folge auch heißen. Schöne Kremierung. Fertig. Du kannst dich auch ruhig hinhocken, ne? Liegen ist, glaube ich, scheiße. Guck. Aber sieht man da nicht die Waffe? Nee. Nee, Aber. Okay, die Jungs werden da nee. drüben Da. sein. Ja, ich hab sie gesehen. Der Kreis geht Die auch in Frage einer ist. Sekunde los. Aber ich bin ja noch drin, ne? Im Kreis. Wenn du weiter nach rechts gehst, ja, dann da in die Ecke. Da in die Ecke, ne? Musst du, glaube ich, Ja. mehr. Ich bleib noch ein bisschen im Containerchen drinne. Ich bin so scheiße ausgerüstet, ey. Ja, du darfst eh keine offenen Fights eingehen. Munition, Kacke. Die Weste Nee, wurde dir ich muss. runtergeschossen. Ich muss um den. Hier wird die werden auch mitgehen. Guck, warte gleich, ich komme gleich mit auf die Ecke dazu. Jetzt musst du. Da. Was? Da? Was heißt denn da? Da ist der Feind. Wo? Ich sehe den nicht. Hast du nicht gesehen in seiner roten Jogginghose? Nee? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich back gerade. Ja, ich Ich sehe es hänge gerade. bodenfest. Ich hänge bodenfest.
Was ist das hier für ein Treibsand? Hilfe! Hilfe! Oh, jetzt. Was, oh? Nee, ich dachte, du hast es jetzt geschafft. Okay, wir krabbeln uns weiter. Ich habe nur noch eine Sekunde. Da, lauf rein. Da ist bestimmt Gegner drinne. Hab ich. Da ist noch einer. Ja. Jetzt hol ihn dir. Tag. Keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr, ne? Boah! Oh, leck mich doch am Arsch! Ich dachte, der ist durch das Blaue gestorben! Dachte ich auch gerade! Oh mein, war das verplant, Alter! Beide haben sich geblendet, keiner wusste mehr was. Oh. Oh Mann! Ja, liebe Freunde, 40 Minuten PUBG, das war wieder Unterhaltung pur! Lustig war es heute. Nach oben da. Bitte? Lustig war es heute. Ach, die letzten drei Folgen, also eigentlich alle PUBG-Folgen waren jetzt eigentlich spannend und lustig zugleich. Freunde, Dankeschön fürs Reinschalten. 40 Minuten, Pokémon geht kacken, ich gehe auf Toilette auch pullern und dann sehen wir uns nächste Mal wieder bei PUBG. Bis dahin, haut rein, euer Sonnergy und natürlich auch Pokémon. Ach, so saß das. Das war ja aufregend. Ja.